Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns hier. Uns hier, so schaut's aus. Wir haben heute, bin ich alleine heute, wir haben heute einen Special Guest da hier, Lodinger 1993 hier. Grüße euch. Gestern noch im Platz 82 bei den Squad Battles, jetzt live hier bei mir unter der Couch. Wir haben heute vieles vor, wir haben heute neue Goldhelden, wir haben den tschechischen Meister, der Champions Club Karten bekommen hat, wir warten immer noch den deutschen Meister. Wir haben ein paar neue Primetimes, die wir uns anschauen müssen und dann geht's los mit dem Pack aufrippen bis zum geht nicht mehr. Squad Battle Belohnungen, Hood Champions Belohnungen, Rivals Belohnungen, erst bei ihm, dann bei mir. Also viel, viel Programm heute. Ah, gehypt. Und natürlich, wenn eine geile Karte dabei ist, kommt der Kopfstand. Ich habe es bisher einmal gemacht bei Bellivo. Wenn was dabei ist, wenn er was Geiles zieht, Kopfstand. Ja. Wenn ich was Geiles ziehe, Kopfstand. Und dann, wenn wir gar nichts ziehen, dann gibt es keinen Kopfstand. Genau, so schaut's aus. Fliegen die Socken. Also, fliegen die Socken, genau. Wir haben unsere Frustsocken hier, die, damit man nicht den Controller durch die Gegend schmeißt. Deswegen fliegen dann irgendwelche Socken in der Gegend rum. Also, fangen wir direkt mal an mit den 97er Goldhelden. Da haben wir drei Stück an der Zahl. Und Upgrade-Verfahren bleibt wie immer gleich. Ihr braucht den Silberhelden, das sind Goldhelden, ja, nicht Silberhelden. Ja. Ihr braucht den Silberhelden dazu und 12 Icon Collectibles. Also das mit den Kosten sind ungefähr 650.000 Münzen. Das plus noch den Silberhelden natürlich, das müsst ihr immer im Kopf behalten. Also den Anfang. Macht von den Quebec Nordics, der 97er Peter Stastny, ein Center. 1,85 groß, 91 Kilo mit dreimal Herz und Seele und dreimal passender Spielmacher. Ja, wir sind auf seiner Konsole, deswegen ist das Ganze halt auf Deutsch. Ich tue mich etwas schwer, aber da kommen wir schon alle durch. Also an sich, für den Center von Haus aus 95 am Face-Off, hier heißt Bullies, genau. Riemer sehr gut mit dem Herz und Seele noch an, perfekter Center. Hände perfekt, Schuss perfekt in der eigenen Zone, Bodychecken bei 94. Also eigentlich, wenn er noch, ich glaube, 5 cm Größe wäre, wäre es wirklich der perfekte Center, so natürlich auch super. Der Passing Playmaker, passender Spielmacher, bringt hier überhaupt nichts. Also so gar nichts, weil die Schlagschusspräzision schon bei 99 ist, passen bei 99 und Stickchecking geht auch nicht mehr weiter hoch. Dann ist er doch nochmal höher gegangen als die Silberkarte war. Da war nämlich nur bei 93. Das hat uns jetzt etwas verwirrt, weil er hätte normal leider nicht so hochgehen müssen. Aber trotzdem, fantastische Karte. Wer den Silberhelden hat und den Upgrade machen möchte, auf jeden Fall eine Empfehlung hier. Oder? Voll. Voll. Voll und ganz. So, als nächstes haben wir von den St. Louis Blues den nächsten Goldhelden, und zwar den 97er Chris Pronger. Er ist ein rechter Verteidiger, 1,98 groß, 100 Kilo, dreimal Schwarm, dreimal Gladiator. Also Schuss auch hier auf jeden Fall perfekt. Hände, gutes Bodycheck, Sticking ist nur bei 90, ja okay. Gladiator hier auch vollkommen sinnlos, ist alles schon bei 99, bringt überhaupt nichts. Schwarm ist nicht schlecht auf jeden Fall, weil zumindest die Beweglichkeit noch auf 98 geht, der Rest auch schon bei voll. Außer die Hand-Augen-Koordination, die ist auch bei einer 97er Karte nur bei 85. Also fast schon zwingend nötig, den Schwarm anzukriegen. Super Karte, mir wäre ein Tick zu langsam, aber wenn man jemanden daneben stellt, wie den Quinn Hughes, Kelma Carr, so die Richtung, der wo auch schnell ist, dann mag der auf jeden Fall eine gute Karte sein. Ich würde jetzt ein Upgrade nicht machen extra, ich hätte auch den auf Silber nicht gemacht, aber wer die Möglichkeit hat, ihn zu machen, hat auf jeden Fall einen guten Verteidiger, der ja defensiv auf jeden Fall dicht hält und auch noch einen super Schlagschuss hat. Das war Chris Pronger. Den dritten von unseren heutigen Goldhelden macht von den Detroit Red Wings der 97er Stevie Y, Steve Eiserman. Auch er ist ein Center, 1,80 groß, 84 Kilo mit dreimal Schwarm und dreimal Gladiator. Also eigentlich, wer zu den Sidney Crosby oder den Brian Trott hier im Team hat, hat hier eigentlich nochmal die gleiche Karte. Auch Super Center, 99 am Face-Off. Alles was heißt denn prüft? Warum steht da prüft? Wo liest du das? Da steht prüft. Verteidigung? Prüft. Was denn? Okay. Vielleicht anders. Sehr komisch. Deutsch ist eine sehr komische Sprache. Also prüft es auf jeden Fall. Außer bei der Disziplin über bei 99, Schuss bei 99, Hände bei 99. Dazu 92 Beschleunigung und 92 Geschwindigkeit. Das heißt, wir sind dann bei 96 Beschleunigung, 95 Geschwindigkeit. Fantastische Karte. Die Synergien sind mehr oder weniger so einfach da, weil das Bodychecken geht mit dem Funken eh noch hoch. Ist dann auch bei die Stärke bei 99, also braucht es nicht unbedingt. Und auch beim der Schwarm, gut, dann geht nochmal die Beweglichkeit um 2 hoch. Also auch hier fantastische Karte, auch eine Endgame-Karte. Sehr geile Karte, wer auf jeden Fall den Upgrade machen kann, soll die machen. Also macht auf jeden Fall Sinn. Welchen würdest du nehmen? Also ich persönlich würde Stastny nehmen. Stastny, okay, ja. Gut, wegen den Synergien auch. Nur wegen der Synergie würde ich den nehmen, aber jetzt so
als perfekter Senderspieler wäre, glaube ich, der Iceman. Auf jeden Fall, also da auf jeden Fall kein schlechter. Weil der Kleine Servus. Ist, wenn ich ja, ich sag mal, Stick, grüß dich. Servus. Also auf jeden Fall wunderbare Karte hier. So, dann haben wir als nächstes die Würdigung des tschechischen Meisters. Ich glaube, erst kommt noch der albanische Meister und dann noch der Meister aus der dritten englischen Liga, bevor irgendwann mal die Eisbären Berlin hier reinkommen. Aber kommen noch die Frauen rein. Die Frauen rein, genau. Also auch noch, wir warten weiterhin auf die Eisbären Berlin hier. Dafür haben wir jetzt hier neue Karten von OC Lari Trinec, dem tschechischen Meister. Hier gibt es auch neue Karten. Eine kann man upgraden, das zeige ich euch dann nachher noch. Also den Anfang macht der 88er Erik Rinner. Ein rechter Flügelspieler, 1,78 groß, 82 Kilo, zweimal Hard and Soul, zweimal Raser. Ja gut, ist eine 88er Karte, der Schuss ist nicht wirklich toll, Hände soweit okay. Wenn wir alles anmachen, sind wir dann bei 90 Beschleunigung, bei 92 Geschwindigkeit. Ja, von der 88er Karte ist es okay, aber jetzt auch kein jemand unbedingt in seinem Lineup haben möchte. Da gibt es dann deutlich bessere. Dann als nächstes der 88er Wladimir Dravetschki, rechter Verteidiger, 1,83 groß, 92 Kilo mit zweimal Funken, zweimal Flügelmann. Halt nur 82 Beschleunigung, geht auch nicht höher als 86. Schuss auch nicht wirklich toll. Hände, ja, alles so Mediacore, also jetzt nichts Besonderes. Ja, sind bei 89 Beschleunigung, bei 88 Geschwindigkeit. Nichts Besonderes jetzt, aber nein, ich bräuchte nicht. Dann der 89er Jack Rodewald, ein linker Flügelspieler, 1,88 groß, 86 Kilo, mit zweimal Funke und zweimal Lampenknipser. Hier steht sogar mal Lampenknipser. Schuss auch hier wieder stark, aber ungenau. Mit Lampenknipser gehst du dann zumindest auch die Handgelenkschusskraft auf 90. Deking bei 77 für den Flügelspieler. Po. Also steif wie ein Brett, sag ich mal. Bodychecken ist soweit ganz gut, kann man so lassen. Mit den Funken dann schon fast im Maximalbereich. Also, ja. Für die vierte Reihe in Unterzahl für 3 Minuten ungefähr pro Spiel sinnvoll, aber ansonsten auch kein, den man jetzt unbedingt in seinem Lineup haben möchte. Dann der 89er Thomas Kundratek, ein linker Verteidiger, 1,88 groß, 91 Kilo und zweimal Verteiler und zweimal Arbeitstier. Arbeitstier. Workhorse ist Arbeitstier. Richtig deutsch. Richtig deutsch unterwegs heute. Also Arbeitstier schon fast wirklich zwingend notwendig, dass er zumindest ein bisschen schneller vom Fleck kommt. Haben wir dann mit dem Funken 90 Beschleunigung, Endgeschwindigkeit bleibt dann 87. Wie gesagt, Schuss stark, aber auch echt ungenau. Nee, wäre jetzt über 1,95 groß, wäre es toll, aber ist er nicht. Von dem her, nein. Dann der 89er Michal Kovacic. Ein linker Flügel, nein, das steht sogar, ja, richtig. Ein rechter Flügelspieler, 1,83 groß, 80 Kilo, zweimal Schwarm, zweimal Passing Playmaker. Also auch hier Schuss, zwar wieder einfach nur da, nicht wirklich stark und auch nicht wirklich genau. Geht dann zumindest auf 87 mit dem Passing Playmaker. Gut, ist eine 89er Karte, müsste eigentlich von Haus aus haben. Hände sind echt gut, kann man nichts sagen. Bodychecken auch bei 89 ist okay. Stockchecking, das ist auch so Denglisch ein bisschen, oder? Stockchecking, okay, also Stickchecking ist bei 99. Schwarm bringt nicht wirklich viel, die Beweglichkeit ist schon bei 99, Hand-Augen-Koordination bei 94 und Stock-Checking ist eh schon bei 99 und den Passing-Playmaker anhat. Also komische Synergie-Kombo, auch kein Spieler, den ich jetzt unbedingt haben müsste, nein. Dann der 89er Martin Gernert, auch mal ehemals bei Sparta Prag gewesen, ein rechter Verteidiger, 1,93 groß, 92 Kilo mit Sommer Salve und Sommer Magier. Also mit Salve auf jeden Fall der Schuss soweit in Ordnung, bei 90 kann man lassen so. Hände auch nicht wirklich toll. Beschleunigung, Geschwindigkeit geht eigentlich soweit. 88 sind wir dann bei 92 Beschleunigung, 91 Geschwindigkeit ist okay. Defensiv auch ganz gut, also vor allem für die Größe kann man das echt so lassen. Also eine gute Karte, Magier auch hier fast schon zwingend notwendig, dass es Deking zumindest auf 88 hochgeht. Also eine gute Karte, gerade für die Verteidigung. Da gibt es bessere, aber das sollte so eine billige Alternative sein und der ist halt groß. Das ist wieder Mebus, der ist groß. Ja, einfach groß. Ja. Dann der 90er Peter Vraner, ein Center, 1,78 groß, 82 Kilo mit ausgewogen. Balance heißt ausgewogen. Oh, ich weiß schon, wie das nicht auf Deutsch hat, mit ausgewogen und Haubitze. Haubitze weiß ich, ja. Also mit 91er Face-Off kann er auf jeden Fall Center spielen. Mit 1,78 nur wäre mir fast schon zu klein. Haubitze hier schon fast, ja. Wird zwar Schuss noch stärker, aber nicht wirklich genauer. Mit ausgewogen an. Geht zumindest das Deking hoch. Und bei Prüft sind die Bullies trotzdem nur bei 91. Also eine gute Karte, aber das ist so nichts Halbes, nichts Ganzes. Für einen Flügelspieler zu langsam, für einen Sender zu klein. Also auch den möchte ich nicht unbedingt haben. Dann, das ist, willst du da, ist er. Da ja. Ist er, der Lieblingsspieler von Lodinger 1993, seit Generation. Wo waren die überhaupt vorher? Bei Manitoba Moose? Red Deer. Red Deer, bei den Red Deer, ja. Rebels damals aus der, welche Liga?
OHL? Damals schon, WHL, genau, damals schon sein Favorit. Jetzt ist er hier bei Trinic mittlerweile und auch tschechischer Meister, kann man nichts sagen. Der 92er Michal Spacek, ein Center, 1,80 groß, 85 Kilo, Sommer Verteiler, Sommer Shutdown. Shutdown übersetzt er nicht ins Deutsche. Nee. Hat Google Übersetzer nicht geschafft. Okay, also mit 86 am Faceoff würde ich mich als Center spielen lassen. Er hat aber 91 Beschleunigung, das heißt, wir gehen dann nach 95 hoch, 93 Geschwindigkeit, wäre für mich schon Flügelspieler. Schuss ist von der Kraft auch wieder hier perfekt. Mit Shutdown und Salvern wäre dann auch der Schlagschuss perfekt. Deking von Haus aus bei 99 ist schon pervers. Ja. Hände im hohen 90er Bereich, Bodychecken, geht mit Funken noch hoch, okay. Also auch hier eine fantastische Spacek-Karte, Michal Spacek. Karte, aber nicht als Center, sondern eben als linker Flügelspieler. Und ich glaube, ich weiß schon, wer sie den nachher zieht oder holen wird, aber gut. Dann kommen wir zu den Goalie, oder der eine Goalie, der hier drin ist, der 92er Andrei Kacetl. 1,83 groß, 75 Kilo, zweimal Schwarm, zweimal ausgewogen. Eigentlich gute Statistiken, also Glove High, Handschuh hoch. Handschuh ist dann bei 94, Tempo bei 95, gute Karte, Aggressivität nur bei 74, das mag man auch gern. Gute Karte, mir wäre ein bisschen zu klein, aber welcher Goalie ist schon wirklich gut in dem Spiel, von dem her müssen wir den auch den austesten. Ich warte noch, bis der Niederberger rauskommt, falls wir irgendwann eben doch die Eisbären Berlin hier kriegen. Also Empfehlung kann man aussprechen hier, wird kein schlechter sein. Dann der 92er Ralfs Freibergs, ein rechter Verteidiger, 1,80 groß, 84 Kilo mit Sommer Balance und Sommer Howitzer. Schuss ist hier ganz komisch verteilt, 95 Schlagschusskraft, aber nur 89 Handgelenkschusskraft, deswegen komisch verteilt. Ja, weil entweder, wenn ich einen Schlagschuss schnell habe, dann kann ich einen Handgelenkschuss auch schnell machen, aber gut. Geht dann fast auf perfekt hoch die Kraft, 87 Genauigkeit, ja, nicht ganz so toll. Hände auch nicht so wirklich toll. Ja, normal bei so nur 1,80 großen Verteidiger, die müssten dann normal über 90 schnell sein. Das ist eine 92er Karte, die geht dann nur auf 91 Geschwindigkeit, auf 91 Beschleunigung. Ist mir für einen 1,80 großen Spieler zu langsam, von dem her können wir noch den Haubitzer anmachen, da sind wir nochmal bei 94 Geschwindigkeit, aber trotzdem ist es mir zu langsam. Dann ein 93er Matej Stranski, ein linker Flügelspieler, 1,88 groß, 98 Kilo mit Sommer Salve und Sommer Shutdown. Schuss hier auch von Haus aus fast perfekt schon. Geht dann mit dem Salve nochmal auf 96 Schlagschussgenauigkeit. Mit Shutdown an ist es perfekt. Bodychecken perfekt. Geschwindigkeit sind wir dann bei 92, Beschleunigung bei 93. Also auch eine gute Karte. Für eine 93er Karte kann man es so lassen. Er ist auch nicht der kleinste, das passt so. Also auch hier eher die defensive Karte. Vielleicht sogar im Powerplay an der blauen Linie einzusetzen. Dafür auf jeden Fall brauchbar. Ja, kann man auf jeden Fall nehmen, den Kollegen hier. Dann, der ist interessant, der 93er Martin Rutschitschka, ein Center, 1,80 groß, 79 Kilo mit Sommerherz und Seele und zweimal Deep, mal beides ankriegt, hat man einen 96er Center, auch hier wieder, wer Steve Eiserman, wer Sidney Crosby als Center mag, hat hier eigentlich den gleichen Spieler. Schuss zwar auch hier, ja gut, das ist auch ganz komisch, die Handgelenkschusspräzision ist bei 94, die Schlagschusspräzision nur bei 89, okay. Aber auch hier eine gute Center-Karte, aber eben gerade für Leute, wo jetzt noch diese Synergien ankriegen wollen, auf jeden Fall sinnvoll. Und wenn ihr den 88er Martin Rutschitschka habt, den es schon mal in den Club Champions vor ein paar Wochen gab, könnt ihr den mit sechs Gold Collectibles auf den 93er upgraden. Vorher zweimal Hard and Soul und zweimal Howitzer gehabt, jetzt dann zweimal Hard and Soul, zweimal Deep, macht auf jeden Fall zum perfekten Center. 96 kann man nichts sagen. Also die Möglichkeit gibt es euch. Ich persönlich für 300.000 Münzen den Upgrade zu machen. Also ich habe geschaut, der 88er, den gibt es gerade, glaube ich, für 33.000 oder sowas, was ich gesehen habe. Ja, 32, 33, sowas. Und dann da nochmal 6 Gold Collectibles reinzubuddeln, um auf den 93er zu kommen. Ich denke mal fast, da wird der hier billiger sein, direkt zu kaufen. Als dann, was haben wir hier? 90, 200. Ja, ist schon billiger. Ich glaube, der erste ist Der läuft 39 Minuten, also gut, der wird auch noch auf 100 gehen, aber also da wahrscheinlich auch einfacher, den direkt zu kaufen, als den extra diesen Upgrade zu machen. So toll ist er dann auch wieder nicht. So, bist du nervös? Was? Okay, dann haben wir noch ein paar Primetime-Karten, die rauskamen, die gucken wir uns auf jeden Fall noch an. So neue Sets gab es keine, außer eben den Rutschitschka. Ah, jetzt bin ich schon wieder zu weit raus, müssen wir wieder die Pause überbrücken. Das ist alles hier komisch, weil es eben auf Deutsch ist, also... Wir haben als erstes von den Ottawa Senators. Sein Vater hat mal lange in Deutschland gespielt, das kann ich noch sagen. War bei Frankfurt und bei Köln. Jetzt ist er hier bei uns live dabei. Wenn man finden. War er 90? Nein, war er 90?
90 war er. Ja. Ja. Da müsste man es auch mal aufschreiben, wer welche Werte die haben. Gestern bei Winnipeg ist gleich Problem gehabt. Also, der 90er Josh Norris, ein Center, 1,88 groß, 87 Kilo mit Passing, Playmaker und Deep. Ja, mit 88 am Faceoff ist er auch nicht wirklich ein Center. Ist zwar gut soweit, aber nee. Die Schusskraft auch wieder hier stark, aber nicht ganz sehr gut, fast bei 90, kann man so lassen. Der auf 93 mit dem Passing Playmaker, also für mich wäre er ein rechter Flügelspieler. Dazu aber auch nicht schnell genug, 91 Beschleunigung, 90 Geschwindigkeit, ja. Also wir sind halt über den Punkt weg, wo solche Karten wirklich noch wertvoll waren, also ich würde ihn nicht empfehlen. Krug steht hier. Krug spielt jetzt bei St. Louis. St. Louis, genau. Ich stecke ihn noch zu Boston, aber es gibt viele Spieler. Pavelski stecke ich immer noch zu San Jose, obwohl er seit 3 Jahren immer dort ist. Also hier von den St. Louis Blues, der 92er, Torrey Krug, rechter Verteidiger, 1,75 groß, 84 Kilo mit Wingman und Gladiator. Die Kombo ist echt nice, macht ihn nochmal schneller, weil er doch recht klein ist auch. Also sind wir bei 97 Beschleunigung, bei 93 Tempo. Tempo? Tempo. Okay, Tempo. Gladiator hier sinnvoll, mit Funken an, geht das Bodychecken nochmal hoch, weil er eben halt, wie gesagt, nur 1,75 ist. Also auch jemand, den man mit einem Großen nebenan paaren muss, mit Dougie Hamilton, mit Ekman Larsen, so mit den Kollegen, mit Victor Hedman, da macht er auf jeden Fall Sinn, aber jetzt nicht eine Kombo machen mit Krug und Makar oder Krug und Quinn Hughes. Wäre mir zu riskant, aber hier auch eine gute Karte, aber eine kleine gute Karte. So, Calhoun steht hier noch. Und zwar von den Edmonton Oilers, auch verdientermaßen jetzt eine Karte gekriegt. Haben wir hier nicht Dreiseil und nicht McDavid. Das sind ja hier eigentlich alle Karten. Titi, auch kein Tyson Barry. Was hat denn der Calhoun? 90 war der auch, ne? So, 89, okay, nur 89. Ja, der 89er Dominic Calhoun, ein Center, 1,80 groß, 79 Kilo. Also ich glaube, die Gewichts- und Größenkombo hat man schon ein paar Mal 1,80, 79, gut. Mit Workhorse und Shutdown, also mit 77 am Faceoff von der 89er Karte, definitiv kein Center, das ist ein rechter Flügelspieler. Da geht er dann auf 93 Beschleunigung, auf 90 Geschwindigkeit, ja, kann man so lassen. Shutdown ist hier auch ganz nice, der Schlag noch etwas besser wird. Also auch kein, den man jetzt in sein Team haben möchte, außer man bringt wirklich die Synergien noch so an oder man braucht eine Karte mit den Synergien, um die beide anzukriegen. Dann auf jeden Fall sinnvoll, aber sonst alles, was mittlerweile unter 90 ist und nicht wirklich 4 oder 5 Synergien mitbringt, ist jetzt schon fast raus, außer mal das Spiel ist gerade erst neu angefangen. Und zum Abschluss meiner Avalanche gab es drei Karten heute. Die eine will ich gar nicht groß zeigen, die ist halt einfach da, weil es halt doch nur eine 82er war, oder? 82er, okay, das ist schon ganz lang her. Oh, ja, das ist ja schon... Boah, wow, 82er, 82er, JT Compo hat einen Hattrick geschossen beim 6-0 Erfolg über die LA Kings. Hat dafür auch eine Karte gekriegt, aber nur eine 82er, die ist schon weniger als die Randtannenkarte, Basiskarte war, also schade für JT, aber gut. Dafür haben wir heute neu den 88er, steht hier, nein, steht nicht hier, aber ich weiß es noch, den 88er Philipp Grubauer, mit 1,85 groß, 85 Kilo mit Verteiler und ausgewogen. Glove High bei 90 kann man so lassen. Also auch so eine, ja, ist eine 88er Karte. Da gibt es auch noch den Bobrovsky, glaube ich, war's. Der war es. Der ist schon 5 Monate alt, der war auch 88. Wäre mir jetzt auch lieber, beziehungsweise halt auch unter 90, ist halt einfach mittlerweile nicht mehr wert, es die spielen zu lassen, zu kaufen. Wenn ich ihn ziehen würde, würde ich ihn direkt verkaufen. Auch wenn es einer meiner Lieblingsspieler bei Avalanche ist. Und den Abschluss macht hier noch der 96er Mikko Rantanen. Trotz Handverletzung hat auch mal 2 Vorlagen gegeben und ein Tor selber erzielt. Er ist ein rechter Flügelspieler, 1,93 groß, 97 Kilo mit Schwarm und Shutdown. Ja, Hände sind perfekt, Schuss ist fast perfekt. Bodychecken kann man so lassen bei 91, wie gesagt, er ist recht groß, geht mit dem Funken eh noch hoch. Der einzige Abturner bei allen Rantanen-Karten bisher im Jahr war wirklich die Beschleunigung und die Geschwindigkeit. Geht dann hier auf 93 Beschleunigung und 92 Geschwindigkeit, egal welche Synergie wir anmachen. Das war für mich mal der Abturner, also die ganzen Kachuk-Rantanen waren mir mal alle zu groß, zu behäbig. Ich bin mehr für die kleinen Flügelspieler, aber ansonsten hier eine wirklich super Karte von Mikko Rantanen. So, ich glaube, jetzt sind wir durch. Jetzt sind wir durch. Damit übergebe ich feierlich diesen Controller an den Loadinger 1993. Lasst ihm auf jeden Fall ein Like da, follow ihm auf Twitch. Wo bist du noch zu finden? Auf Twitch und am besten noch bei Twitch. Er war gestern Rang 82 bei den... Erzähl selber was dazu. Ja, Rang 82 bei die Squad Battles endlich mal. Endlich mal unter die Top 100 geschafft. Wenn wir jetzt erstmal die Belohnungen abholen.
Dann werden wir erstmal schauen, ob der Stern da ist. Stern ist ganz wichtig. Da ist da er. Da ist er. Herzlichen Glückwunsch zum grünen Stern, der bei uns seit der ersten Woche eigentlich nur bei Elite 1 war, aber jetzt doch bei Rang 100 bis 51 bis 100. Gratulation, ewiger Rekord. Wie gesagt, nächstes Ziel ist eben dann den Rang, aber mal schauen, ob ich da hinschwitzen werde. Ja, ich habe mir jetzt aber schon den ganzen Tag drauf gefreut auf die Belohnungen. Ja, war auch schwer, die nicht aufzumachen. Ja, 35.000 Münzen, geil. Cash in a Dash. So, ich weiß jetzt nur noch nicht, welche Belohnungen ich aufmache. Ihr habt ja Zeit, ne? Also ich meine, kommen danach noch, ich war zwar nicht ganz so hoch, aber... Ja, wir machen erstmal das da, weil das habe ich gestern durch die Stanley Cup Meilensteine geholt. Da habe ich gestern noch ziemlich reingeschwitzt, damit ich das wegkriege. Und er hat Angst vor... Er schwitzt schon wieder. Oh! Oh! Er schwitzt schon wieder, weil er Angst hat, einen Kopfstand machen zu müssen. Oh! Okay, Verteidiger mit zweimal Salve und zweimal Shutdown. Wow. Das wäre dann der Salving-Ersatz, aber der Salving gibt es schon lange nicht mehr. Nee, der gibt es schon lange nicht mehr. Da muss ich mal gucken, ob ich den in mein Team unterbringe. Gerade wenn er untauschbar ist. Aber für Stanley Cup Playoff Bart Bier Pack, was man kostenlos gekriegt hat, guter Fang schon mal. Auf jeden Fall. Mein Ziel war heute mindestens zweimal lila. Einmal haben wir schon. Am besten wäre einmal Eis noch. Chicago Bulls Logo. Aber da das jetzt wahrscheinlich heute mal Highlight war, werde ich wahrscheinlich nichts mehr ziehen. Hast du noch 35 Packs zum Aufmachen. Aber schon mal ein guter Start. Guter auf Omen. Jeden Fall. Ja, dann fangen wir jetzt mal an. Das ist Rivals Pack. Die sind untauschbar, genau. Dann fangen wir jetzt mal an mit die... Das ist ein Schluss. Dann fangen wir jetzt mal an mit die Squad Battles. 30 Objekte, mindestens 15 Goldspieler, glaube ich, waren es. Ja, und davon... 57 Münzen, das Highlight. Ja. Also nach dem anderen jetzt halt. Hier alle tauschbar. Okay, die Wolke interessiert mich eigentlich. Oh! Schon gleich einen neuen Spieler. Jetzt fällt bloß noch der Spatschek. Bei Spatschek mache ich einen Kopfstand. Oh, das ja, live. Mache ich einen Kopfstand. Oh. Auch nicht schlecht. Aber gut, wenn mir Seller lieber zum Beispiel. Ja, das stimmt. Hat die gleichen Synergien. Aber schon mal zweimal lila. Wie gesagt, gelbe Wolke reizt mich nicht mehr. Oh, dachte ich schon, weil die dunkel war. Der Dunkel ist so unter Gold 175, glaube ich. Wie gesagt, gelbe Wolke, goldene Wolke interessiert mich eigentlich gar nicht mehr. Weil das alle Spieler unter 87 ist. Außer das ist der Sissons. Sissons von Nashville Predators. Ja. Sissons immer noch für 10.000 Münzen geht er direkt weg. Na, schon zwei Packs und zweimal lila Wolke. Also eigentlich schon soll erfüllt. Oh, das ist schon mal ein guter Starter. Gut. Nicht schnell verkaufen. Jetzt fehlen ja, noch, niemals schnell verkaufen. Jetzt fehlen noch 8 Spieler, da hast du Drinic komplett. Oh, aber das Seidemeter Mega Pack. Könnte das nicht der 96er sein? Oder 97er? Aber schon mal dreimal lila in 3 Packs. Ja, dreimal lila, 3 Packs bestimmt. Ich hab dann wieder nur Mist, was ich sehe. Ich sehe es jetzt schon kommen. Oh, die sind alles so schlecht zu verkaufen, die Lungenspieler. Wenn du mindestens 1000 Startangebot hast und dann nimmst du keine ab. Ja, Estrio gibt auch noch ein bisschen Geld. Ja. Und auch die ganzen 78 und 77er NHL-Spieler. Für alle, die immer noch Teambuildings brauchen, gehen immer noch gut weg. Manche besser, manche schlechter. Belmar geht gut weg, ja. Gerade mir ist aufgefallen, Colorado, Calgary und Nashville sind die Spieler, wo irgendwie am teuersten weggehen. Oh. Ja, behalten wir mal, vielleicht kannst du dann irgendwo noch auf den Stanley Cup Playoffs upgraden. 400 Golddinger und 800.000 Münzen. So, nächstes. Das sind jetzt die von der Rangliste her die besseren Packs als das Mega-Pack. Weil das sind alles nur Goldspieler drin. Oktoberpack. Ja. Brandon Saad bei Chicago ist ein klassisches Oktoberpack. Und Patrick Marleau bei den Penguins noch. Ja, 2x80 plus. Oh! 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 Kann
alles nicht der 96er sein. Aber schon viermal lila. Deswegen interessiert mich die gelbe Wolke, weil gelb ist alles unter 86. Soderberg, auch ganz alte Karte. Hallo. Hätte ich den in Oktober gezogen, in November. Ja, vor den vor zwei Wochen, ja. Ich hätte ihn für 2 Millionen verkauft. Das stimmt. So, das letzte Pack. Ich dachte, lila Wolke. Oder eine Eiswolke. Oder ein Icon oder Gold Collector würde ich auch nehmen. Ah, das ist nix. Oktoberpack. Ne, das ist nix. Wir haben 280, glaube ich, da ist einer. Und der da? Ja, aber auch. Das heißt, so, jetzt da kommt das Pack, wo du es kriegst, wenn du Top 100 bist. Genau. Statt ein Mega-Pack kriegst du einmal ein NHL-Spieler-Pack. Also statt 15 Goldspieler eigentlich 10, die aber besser sind. Also. Oh. Na gut, kann auch Geld geben. Brauchen manche noch fürs Makar-Set. Könnte was werden. Haben wir gerade schon gehabt. Das wäre mir das Mega-Pack, glaube ich, lieber gewesen. So, und jetzt wird es langsam ernst. Das ist das das sind die zwei Highlights-Packs. Highlight-Packs. Weil das sind 18x80 plus, da werden wahrscheinlich 18x80 plus 80er-Spieler ja. Alles aber untauschbar. Ja. Also wenn man da irgendwas Geiles zieht, dann... Ich hoffe kein 97er Binnington, kein 97er Austin Matthews. Ja. Savada ist er da. Christian Dvorak, okay. Oh, fünfte Lila. Naja, aber ist keine Lila. Fünfmal Lila ist einmal Eis. Also Avalanche-Trikots hast du schon alle gehabt, inklusive noch Landeskog und McKinnon. Und Eric Johnson war auch mit dabei. Ah, der ist nicht toll. Den werde ich im Set stecken müssen. Ja. Dennis Savard, Blake Homo und... Wen ziehst du noch immer so auf? Den Zexel von Köln. Und den Will Butcher. Und den Butcher, genau. Den Butcher habe ich in allen verschiedenen Varianten schon was gezogen. Holzhacken? Holzhacken. Nächste Avalanche-Strecke. Kannst dann jeden Spieler mit einem verschiedenen Avalanche-Strecke ausstatten. Und wir kaufen natürlich von die Down 50.000 am Schluss noch ein 50.000 Set. Pack. So, jetzt wird's ernst. So, jetzt hat 20 links. Objekte. Links oder rechts? Links. 20 Objekte, alles Goldspieler, mindestens 18 mal 80 plus. Da habe ich in der Früh noch 5 Stunden hingeschwitzt. Bei Rivals. Oh, JT, aber der neue. Rantanne wäre besser gewesen. Das ist der, was vorher rauskam. Von uns raus, ja. Oktoberpack bisher außer dem Ding. Oh, jetzt wird's langsam eng. Nee. Kuschken. Nein. Schade. So, die Hoffnung ist jetzt halt in diesem Pack. Scheiße schon, aber wenn es auch den Team of the Season gehabt hätte, wäre es auch besser dran gewesen. Dubnik! Nur 81er. Grubi, da ist er doch. Ja. Kannst du die ganze Aufstellung schon machen mit Avalanche und jeder anders drücken. Ja, das schaut nach wahrscheinlich nichts mehr aus. Sind noch 5 Karten übrig. Noch 4. Oh. Ja, untauschbar. 3. Axt. Noch 2. Nee. Wir waren jetzt auch in die schlechteren Belohnungen eigentlich die besseren Karten. Ja. Alles klar. So, und jetzt kaufen wir noch das 50. Genau, 50.000 noch und dann schalten wir um zu meiner Playstation und dann gucke ich mal, was ich so bekommen habe. Wenn es das Set gibt, ja, da ist es. Das ist eigentlich optimal. Ja. Bis 30 Goldspieler auf jeden Fall. Und alles tauschbar. Einen guten Spieler mal den Wert von dem Pack wieder drin.
Quadrat, wäre der andere auch besser gewesen. Der 80, der 80, okay, das waren jetzt alle 480er. Dann ist er wahr, mal guck mal, haben wir noch nie gehabt. Auch gerade das Cup Nate Schmidt. Leider nicht. Die Spieler, wo immer drin sind. Aber das könnte vielleicht wieder 30.000 wert sein. Ja. Gerade die 279er, die geben auf jeden Fall noch was. Ja, 5 lila Wolken. Mal gucken, was bei mir kommt. Ich bin ja auch schon gespannt. Ja. So, also kurzer Break. Ja. Bleibt auf jeden Fall an. Wir schalten hier kurz um auf meine PlayStation und dann machen wir meine Packs auf und hoffen, dass ich einen Kopfstand machen darf. Bleibt dran, bis gleich. So, wieder live zurück hier bei uns hier. Uns hier, genau. bei mir, gut, das ist das Bild davor, aber ich habe 12 Packs zum Öffnen. Eventuell noch 13. Bei mir die gleichen Belohnungen, fast die gleichen Belohnungen. Ich war im Elite 1-Rang, nicht bei den Top 100, aber Elite 1-Rang. Dafür war ich aber in den Rivals wo war ich denn da? Im Diamant-Rang. Deswegen hier die zwei untauschbaren Ultimate Packs. Auch das ist eigentlich das Highlight, was es so sein kann. Schauen wir mal, Werbung? Ja, genau, kurze Pipi-Pause. So, also, 12 Packs zum Öffnen. Fangen wir mal an mit den Premium-Player-Packs. 10 Items, alles Goldspieler. Sollen wir mit denen anfangen? Oder mit? Ja. Ja, fangen wir mit denen an. Mindestens haben wir 80 plus. Auch lila Wolke will ich natürlich auch haben. Einen Spatscheck will ich auch haben. Dann kann ich ihn zumindest für teuer Geld verscherben oder vertauschen. Und wie gesagt, Kopfstand kommt, wenn irgendwas Geiles dabei ist, wo ich aus der Haut fahre. Also ich habe bisher keine lila Wolke, dafür einen komischen Todd Bertuzzi und einen Düsseldorf, glaube ich, ist der, oder? Komiski? Ich habe keine Ahnung. So, das war schon mal nix, also ich habe keine lila Wolke erstmal. Dafür habe ich dann in einem Pack wahrscheinlich nur lila Wolke. Ja. Und Jacob Magner, okay. Scheint schon, hast du auch gehabt, ne? Ja, aber bringt alles das Geld. Sind halt diese 79er, 80er und 78er, die bringen halt Kohle, das ist das Einzige. Dankeschön. War Kippenmonat gepasst. So, das nächste. Ist ja hier keine lila Wolke. Gibt's auch bei Freddy Klassen nicht. 83er Super. Tyler Wyman, aber den Tigers mal. 280er Böser, gut, er könnte ein bisschen was bringen, aber ich glaube, die Zeiten sind schon vorbei, ja, wo der irgendwie noch was bringt. So, ich habe nicht zwei, ich habe 3 Megapacks, 30 Items, mindestens 15 Goldspiele und davon 4x80 plus. Einfach nur lila oder Eis. Einfach nur lila oder Eis, genau. Der Schwimmer, die Nummer 9. Boah, es ist so überhaupt nichts. Also, Finazkatos, Chara hast du auch gehabt. Matsumoto, Ishii 81. Ja, das ist absolut. Ja, weil die 80er bringen auch nichts. Die kannst du eh nicht verkaufen. Nee. Also, bisher überhaupt nichts. Nicht einmal Münzen. Nicht mal Münzen, stimmt. Oder Collectible irgendwas. Also, machen wir ja weiter im Megapack.
Die Masse macht's ja auch, ne? Oh, das wird uns wieder einige Stunden im Auktionshaus kosten. Dann Dennis war hier, ne? Black Homo und wer fällt noch? Corey Perry. Oh. Oh, Highlight bisher, 57 Münzen. Reeves habe ich gerade schon gehabt. Also 57 Münzen bisher das Highlight. Ja, da wird einige Zeit im Auktionssaal drauf gehen, die alle loszukriegen. Chris Brown. Das sind aber alles keine NHL-Spieler. Das hat ja nur die AHL, die zahlt kein Mensch was dafür. Nein, 750 Münzen. Überhaupt nichts. 750 Münzen. So, ein Megapack haben wir noch. Ich glaube, wenn die erste Karte schon kacke ist, dann kommt noch nichts mehr gescheit. 500 Münzen, okay. Nehmen wir mal so mit. Und als Silberspieler. Frankie, gut, du hast den Ruby gehabt, ich habe den Frankie. Medizinhut Tigers. Mikusch, genau, auch schon gehabt. Das ist schon krass. Vor 3 Minuten habe ich noch 4-mal Liga gezogen aus dem. Oder 2-mal Liga. Gar nichts. So, jetzt haben wir noch ein Jumbo. Nehmen wir mal das besser. Aber ein Elite Pack. Das sind die Belohnungen aus den Hood Champs. Hood Champs. Ja, da waren die zwei waren untauschbar, die zwei Jumbo Elite Packs und das Elite Packs sind tauschbar. Machen wir erstmal das Elite Pack auf, das sollte schlechter sein, wobei schlechter kann es nicht mehr wirklich werden, aber da müsste weniger drin sein. Basis Duchesne. Ah gut, den kann man vielleicht verkaufen noch. Krass. Nächstes Mal ziehe ich zuerst. Wird zwar nicht besser, aber trotzdem. So, Jumbo Elite Pack. 20 Items, mindestens 11 mal 80 plus. Oh! Der Spurgeon. Ja, gut, den kann man zumindest verkaufen. Der bringt ein bisschen Geld vielleicht, okay. Ist kein Kopfstein mehr, definitiv nicht, aber es ist der Spurgeon. USA drüber, glaube ich, gibt auch noch irgendwas. Ja. Nummer 14 gibt was. Bob von Couturier noch. Und neulich auch mal teuer verkauft, könnte irgendwas bringen. Na gut, ich habe eine 90er Spurgeon. Das ist für ein Caps-Trigger, das kann ich gar nicht. Okay. 90er Spurgeon, aber tauschbar, okay. Naja gut, kann man zumindest, wie gesagt, spielen lasse ich ihn nicht, aber der könnte zumindest im Auktionshaus ein bisschen was bringen. Na gut, nehmen wir mal so mit. Jetzt haben wir noch zwei NHL Player Packs. Untauschbar, 10 Items, alles Gold NHL Spieler, mindestens 4x80 plus. Los geht's. Jetzt haben wir nicht mehr, wenn wir jetzt was Geiles ziehen, wenn wir zumindest nicht mehr reich, aber wir haben mal was Geiles gezogen. Wir haben alles doppelt gezogen bisher. Okay. Ja, Nurse, okay. Ja, gut, dann passt. Ja, das ist gut, wenn es alles NHL-Spieler sind, aber hier nichts Scheiß dabei ist. So, das gleiche nochmal. Ich glaube, 80 plus heißt 80 und 80. 81. Was hast du dann noch aus dem Pack gezogen, außer den Gold und... Der Karine Colin Wilson. So, voller aller Hoffnung liegt jetzt auf den beiden Ultimate Packs. 20 Items, alle mit 80 plus, also in meinem Fall 81. Links oder rechts? Da noch als erstes rechts. Das ist hier, ne? Ja, da habe ich sehr hohe Hoffnungen drin. Ah, ich bin schon am Verzweifeln. 20 mal 80 plus...
83 ist auch 80 plus. Haben wir gerade schon gehabt. Ja, gut, der wird mal Backup dann wahrscheinlich zumindest, obwohl es bringt mir nichts. Nee, schade, aber einen geilen Groovy, aber schade. Ich glaube, ich habe auch sämtliche Islanders zusammen jetzt heute. Das ist halt jetzt mies, wenn du irgendwas Fettes ziehen solltest. Was dir nichts bringt. Ja. Burakowski, gibt es auch Team of the Week, aber gut. Die schlechteste Primetime der Woche wieder. Aber ein typisches Oktoberpack, über das hätte ich mich wirklich am 1. Oktober sehr gefreut. Wenn du einen 84er Hetman und einen 84er Hellebuck ziehst und dazu noch einen Grubauer, also gut, Grubauer hier das Highlight, aber. Ja, mit Colorado haben wir heute. Genau. Stimmt, wir beide jetzt auch. Ja. Ne? Du die Trikots und ich und Spieler nicht in Grubi jetzt. So, letzte Hoffnung hier auf diesen Ultimate Pack. Schauen, ob da noch was drin ist. Oh, Zuckasen. Frankie, haben wir ja gerade auch schon gehabt. Wilson, gerade auch schon gehabt, wie du sagst. Parisi, oh, ich hasse ihn. Manta, gerade auch schon gehabt. Wheeler, gibt es auch eine bessere, gerade auch gerade schon gehabt. Josi, Basis Josi, Rittich Basis. Basis Leine, den habe ich glaube ich zum vierten Mal heute gezogen. Boah, das ist schon, okay, es sind noch drei Karten. Ja, wow. Marta habe ich gerade schon gehabt. Oh, ist das traurig. Wieder nichts dabei. Wie immer die letzten 8-12 Wochen nur Scheiße. Na gut, den Spurgeon können wir vielleicht auch loskriegen, aber ansonsten wieder mal nichts. Ich bin gerade schon dabei, Hoodchamps zu zocken, was glaube ich, wie ich jetzt bin. Ich glaube 2 Siege, 3 Niederlagen waren es oder so. Ja. Ich habe es gar nicht mal am Schirm. Mal kurz reinschauen. Ja, aktuell Platz 189 und dann noch ein bisschen was zu spielen, aber wieder sehr enttäuschende Woche. Wir denken, wir verbringen die ganze Zeit damit, hier zu spielen und dann zieht man solchen Mist. Habe jetzt auch schon zumindest die noch 3 Squad Battles, glaube ich. Dann habe ich auch die Stanley Cup Playoffs hier schon durch. Dann gibt es nochmal ein Playoff Bart Pack, aber ich weiß, dass da schon drin ist, nämlich nix. Bei mir war lila. Ja, das wundert mich jetzt nicht. So, das war's jetzt für heute. Haben wir noch irgendwas, was wir vergessen haben? Nee, ich glaube nicht. Also wie gesagt, dann lasst uns... Gegner-Refreshen noch. Gegner-Refreshen. Ja, das können wir machen, stimmt. Weil ich habe nämlich noch 0 Spiele über, aber auch das Team der Woche schon gespielt, habe da 11-3 gewonnen. Habe aber hier verloren. Zweimal gegen dieses 83er-Team. Habe dann abgebrochen und zweimal, also sehr kurios, gegen die anderen zweistellig gewonnen fast. Das war ein 95er-Team, glaube ich. Gegen die habe ich auch 9-0 gewonnen, aber hier 83 war man dann einfach zu schwer. Keine Chance. Refresh. 91, 77, 84 und 77. Ja, die beiden 77er werden die schwersten sein, aber gut. Wird trotzdem wieder Elite 1 werden am Schluss. Bei mir ist der Stand nur bei Elite 1, leider, aber Glückwunsch. Ne, ich versuche jeden Fall Rang 21 bis 50 zu werden. Auf jeden Fall Glückwunsch. So, das war's von uns jetzt auch hier. Ich hoffe, euch hat es genauso Spaß wie uns. Lasst einen Like da, lasst einen Kommentar da, folgt Lodinger 1993. Wenn wir das öfters machen sollen, auch gerne was dazu schreiben und dann sehen wir uns die Tage wieder. Ich denke, wenn wir das Spiel streamen noch oder so morgen. Ja, beziehungsweise morgen gibt es ja auch wieder die neuen Playoff-Helden. Da kommen auch wieder neue Karten. Also morgen Abend kurz nach 11 sind wir eh wieder da. Ja. Also ob es euch gefallen oder nicht. Ihr habt keine Chance. Wir sind morgen Abend eh wieder da. Danke dir fürs Zuschauen. Du bist echt einer meiner treuesten Zuschauer. Du bist jeden Tag mit dabei. Und immer an alle anderen und natürlich auch. Denkt immer dran. Sauber bleiben. Ciao. Wir sehen uns. Viel Spaß noch.